Ja, Hallihallöchen zusammen und willkommen zu einer weiteren Folge Neuzugänge, zu der zweiten und letzten für diese Woche wohlgemerkt. Ja, bevor wir loslegen, ein kleines Vorwort. Ich habe hier drei Sendungen, davon sind ein Teil einer Sendung als Bonus und eine Sendung war eine komplette Spende. Und mit der Spende möchte ich eigentlich auch direkt anfangen, das ist jetzt noch nicht das, was wir hier sehen. Und zwar hat uns der liebe Julian, und nein, das war nicht ich selber, eine kleine Kartenspende zukommen lassen, ein bisschen Random Stuff, wie er es nannte. Ihr wisst ja, für mich gibt's zwar auch Random Stuff, aber auch Random Stuff ist für mich eine coole Sache. Und dann haben wir hier einen kleinen Holo-Stapel und hier ist ein bisschen anderes Zeug, da gehen wir auch drüber. Richtig cool, der leuchtende blauäugige Incoming aus dem Duelist Pack hatte ich noch gar kein Mal. Und da ich jetzt ja dann so entweder den nächsten oder den übernächsten Ordner, es ist doch noch nicht so ganz sicher, wieder einen Oldschool-Binder machen will, wo der wirklich drin ist, zumal ich den so oft in Super Rares bekommen habe, ist es ganz cool, dass wir den schon einmal haben. Zweimal brauchen wir ihn noch, dann haben wir hier zweimal Zuflucht der Unterwäldler, metallisch reflektierender Schleim, Schwarzflügel, Gegenreaktion, Kristallpaar zweimal, Lehre der Eitelkeit, Incoming war auch mal eine sehr, sehr wichtige und coole Fallenkarte. Zwangsevakuierungsgerät, Madonna, Padonna, Schwarzflügel, Kochi, der Tagesanbruch, Raumjäger, Lord British, dann, oh Gott, Kato Plepas und die Hexe des Schicksals, ist irgendwie eine coole Karte, dann ehrgeiziger Handlanger, Getribriano MK2, dann Salve der Verbündeten, Amazonische Speerinnen, auch eine neue Karte. Ewige Infernaler Rächer, Sturm Dogra, noch mehr nach Oldschool kann eine Karte gar nicht mehr aussehen. Die Karte ist zwar relativ neu aus 5Ds, ABPF, aber wirklich noch Oldschool wie ein LOB gehalten, finde ich mega nice, dass die mal so eine Karte gemacht haben noch. Dann Kirsch in Sassomate, da hinten ist die Tomaten in Sassomate, oder wie sie hieß, Pyramide der Wunder, finsterer Zauberruf zweimal, Spitzhacke der Macht zweimal, der Brunnen im Himmel und zweimal Kristallüberfluss. So, das war so der Random Stuff, also Commons und Rares. War trotzdem mega, mega cool. Also so random empfinde ich das gar nicht. Und jetzt kommen wir zu den Holos. Da haben wir hier als allererstes mal einen Ritter von Kuokimairo. Den wollte ich auch ursprünglich im 5Ds-Binder reinmachen, aber ich hatte einfach zu wenig von dem. Ich hatte einen Ulti und einen Ultra. Jetzt habe ich zwei Ulti und einen Ultra, also der wird wohl erst im nächsten dabei sein. Dann hier richtig cool eine aufblühende Blumenzwiebel. Ich glaube aus Starstrike Blast, wenn mich das Kürzel nicht täuscht. STBL müsste Starstrike Blast gewesen sein. Das ist eine relativ teure Karte. Ich glaube allein in Goldrack ging die schon 11 Euro. Hatte ich gerade einen Hänger, sorry. Also ich glaube, allein in Goldrack ging die schon 11 Euro und das ist einfach mega heftig, dass ich die einfach so bekommen habe. Vor allen Dingen, die ist gerade für den aktuellen 5D-Spinner, den ich ja machen bin, wichtig. Da gibt es nämlich eine Doppelseite mit einem Playset Gold, einem Playset Ultra, zwei Playset Secrets und zwei Ultis. Fehlen uns auch noch einige. Jetzt haben wir mit dem von jeder Seltenheit auf jeden Fall schon mal eine. Von den Ultis sogar zwei und das Gold Playset haben wir auch schon zusammen. Dann, ein paar, die ich auf eBay verkaufe, sind hier auch natürlich mit dabei. Zum Beispiel Exodius haben wir ja schon fertig. Dann der majestätische rote Drache in Secret, der auch mega cool. Ist halt in keinem Zustand mehr, der jetzt meiner Sammlung direkt was bringen würde. Genauso wie Empfängerkomplott, Avatar, die maskierte Bestie, Federer, Lichtlaser, Sündenbock und Wolkenkratzer. So, das sind die Karten, die man da wohl auf eBay finden wird. Ich wollte noch anmerken, ich werde übrigens auch jetzt demnächst eine eBay-Aktion mit 1 Euro starten. Ich habe noch ein paar Karten hier. Eventuell verkauft sich mein kompletter Restbinder jetzt für 100 Euro. Aber ich habe dennoch hier noch ein paar Karten, unbedingt ein paar einzelne, die ich dann auf eBay stelle für 1 Euro. Mal gucken, was dabei rumkommt. Dann wiederum für die Sammlung relativ cool Grabwinder. Und zweimal eine Magnetkraft. Jetzt wieder aus dem neuen Duelist-Pack. Ein heroischer Champion Excalibur. Mega cool. Und ein Schwarzflügel-Vajo, das Symbol der Ära aus der Collection. Und so, das ist die Spende von Julian. Ich danke dir vielmals, Julian. Vielen, vielen Dank. So eine Großzügigkeit begegnet uns echt selten. Außer in letzter Zeit. Das sind wirklich ziemlich viele, die was spenden. Finde ich richtig cool. Und den legen wir uns auf jeden Fall schon mal zur Seite, weil den brauchen wir direkt dann für die Sammlung. Der kommt in den Ulti-Ordner und die kommen dann eingesleeved in die Boxen. So. Weiter geht's. Wir gucken uns dann am Ende noch die zweite Bonus.
Radiosache an. Das ist das hier, das ist von Erik Hübner. Aber der hat uns auch noch eine normale Sendung, die ich gekauft habe, geschickt. Und dazu kommen wir auch gleich. Davor haben wir nur noch eine Karte, wie schon am Anfang gesehen. Und zwar habe ich die getauscht gegen meinen Steam Healer in Ultimate, den ich schon seit längerem zur Abgabe habe. Jetzt habe ich mal endlich einen Abnehmer gefunden. Keiner wollte Steam Healer, obwohl er eigentlich mega cool ist. Und zwar war das hier, wie gesagt, der rote Drache in Japanisch. Englisch habe ich es natürlich lieber, aber Japanisch geht auch, zumindest was das Set hier angeht. Da ist es mir gehuft wie gehechtelt, wie man so schön sagt. So, dann kommen wir zur Sendung von Erik. Wir hatten diese 1€ Ebay-Aktion bei ihm, die ich vergessen habe zu bewerben, leider Gottes. Das habe ich eigentlich mit ihm abgemacht, aber wie gesagt, er hat jetzt momentan auch noch eine 1€-Aktion laufen, habe ich auch wieder zugeschlagen. Mal gucken, ob er mich schon überboten hat. Aber ich habe dort auf jeden Fall verdammt viel bei der 1€-Aktion geholt. Was mich das insgesamt gekostet hat, würde ich normalerweise sagen, aber aufgrund von sehr, sehr unfreundlicher, mit Kraftausdrücken versehener Kritik in letzter Zeit bezüglich dieser Sache, werde ich das jetzt erstmal nicht mehr machen. Es gibt einfach gewisse Dinge, die sich nicht gehören, zum Beispiel, die man als arroganten Hurensohn zu bezeichnen, nur weil man den Leuten eben mitteilt, wie viel das gekostet hat und weil die Leute das eigentlich teilweise wissen wollen. Aber gut, lassen wir es erstmal bleiben. Wir haben hier zweimal Spellbook of Power aus dem Astral-Pack. Das sind die einzigen beiden Karten, die ich hier gekauft habe. Die waren nicht bei der 1€-Aktion dabei. Das war ein Sofortkauf mit einem Festpreis. Hat auch einen recht großen Teil des Gesamtpreises ausgemacht. Und naja, sind halt mega coole Karten. Hab die Karte vorher noch nie besessen. Erst recht nicht in Ultimate. Jetzt haben wir sie endlich mal hier. Weiter geht's mit dem mystischen Raumtaifun in Ultimate. Auch unser erstes Exemplar. Jetzt haben wir ihn wirklich in jeder Seltenheit, glaube ich. Wir haben ihn in Super Parallel, Ghost, Secret Rare, Ultimate Rare, Ultra Rare, alles Mögliche eben. Kam in Starfall, gibt's ihn, glaube ich, auch noch. Auf jeden Fall mega cool. Auch eine sehr, sehr beliebte Karte gewesen aus dem Astral Pack 8. Auch in einem super Zustand. Freut mich, die auch hier jetzt zu haben. Das hier ist immer ganz komisch, seht ihr das, von der Ulti, das Gestanzte, man sieht hier hinten dran tatsächlich noch den Effektkasten, das Gestanzte, das ist keine Beschädigung in dem Sinn, aber trotzdem, naja, mega cool auf jeden Fall. Dann haben wir ein Gladiator-Ungeheuer Heraklinos. Ich habe zuerst gar nicht gewusst, dass das ein Turbo-Pack ist, ich habe nur gesehen, dass der Ulti ist und habe ihn halt geholt und jetzt sehe ich gerade, der ist aus dem Turbo-Pack, mega cool. Und ja, ein Gladiator-Ungeheuer eben, da gibt glaube ich nicht viel zu sagen, ist eine relativ coole Karte, eine sehr detailreiche Karte, die muss man erstmal 20 Minuten anstarren, um das Bild überhaupt zu verarbeiten im Kopf. Und das ist halt eine der typischen überzeichneten Karten, wie ich so schon sage, aber sieht trotzdem ganz cool aus. Jetzt kommen wir zu was richtig Seltenem. Wir haben hier einen Green Kappa aus HL1, aber das ist nicht Hobby League oder was weiß ich, oder vielleicht doch, ich weiß es nicht, auf jeden Fall ist die Karte nicht in Parallel Rare, sondern sie ist hier in Super Rare. Green Kappa, eine sehr, sehr alte Karte, richtig schön retro, so wie sich das gehört. Sieht auch mega cool aus. Und es ist unser erstes Exemplar. Und ich bin schon gespannt, wann wir die mal in die Sammlung aufnehmen können. Ne? Wird wohl noch eine Weile brauchen, bis ich nochmal solche Exemplare herbekomme. Also ist echt cool, die mal hier zu haben. Ein Super Rare. Dann haben wir aus dem Tournament Pack 1 das Weiße Loch. Eine schöne Fallenkarte. Weiße Loch sieht sehr, sehr hübsch aus. Auch mega, mega cool. Ich bin ja wie gesagt ein Fan von TP-Karten. Und hier was richtig cooles kennen wir ja eigentlich nur in Kamen. Hier jetzt mal auch wieder ein Super Rare Krieger-Eliminierung Deutsch aus dem Tournament Pack 7. Auch mega coole Sache, auch unser erstes Exemplar. Ich wusste gar nicht, dass es diese Karte gibt, um ehrlich zu sein. Hier mit einem Fadenkreuz in der Mitte. Einfach übertrieben heftig. Ich finde das Artwork einfach so geil von der Karte. Ist eine sehr, sehr schöne Zauberkarte. Ich würde sogar sagen, dass sie zu meinen Top 50 auf jeden Fall gehört. Und ja, ich habe tatsächlich eine Top 50. Sollte ich vielleicht mal aufschreiben. Dann haben wir den magischen Armschild aus dem Tournament Pack 8. Hier auch in Ultra Rare. Auch eine mega coole Karte. Freut mich, die hier zu haben. Ich wusste auch am Anfang nicht, dass es im Tournament Pack kommt. Ich dachte, also zuerst, wo ich das auf eBay gesehen habe, dachte ich, okay, das ist irgend so ein Billigprint. Aber dem war wohl nicht so. Ich persönlich würde eine Tournament-Karte niemals für 1€ in eBay stellen. Ich hätte da viel zu viel Angst, dass da nicht mal als 1€ bei rumkommt. Aber Erik war da wohl sehr zuversichtlich. Und seine Zuversicht hat sich wohl auch bestätigt. Ein bisschen mehr als 1€ hat es ja natürlich schon gekostet. Aber ich muss sagen, es wird trotzdem noch sehr, sehr günstig. Dann haben wir Gernia aus dem Champion Pack 4. Das ist jetzt unser zweites Exemplar. Wir haben es einmal in einem Mega-Opening mitbekommen.
dass die dabei war. Das ist jetzt keine übermäßig teure Champion Pack Karte. Ich glaube 3 oder 4 Euro oder was die ging. Ist aber eine mega coole Karte. Wir kennen sie sonst auch nur in Kamen. Und ich bin gespannt, wenn wir diese Sammlung eröffnen können, weil das ist auch ein richtig heftiges Artwork. Ich finde, eine Doppelseite von der würde sich echt gut machen. Aber ich wüsste jetzt auch nicht, welche Zauberkarte gut dazu passen würde. Vielleicht sogar die aus dem Tournament Pack. Wer weiß. Das könnte sogar hinhauen. Mal gucken, wie wir es dann machen. Wird aber eh noch eine Weile brauchen, bis wir die dann hinzufügen. Dann Hydro-Gaddon aus dem Champion Pack in Super Rare. Da haben wir jetzt unser 5. Exemplar, glaube ich. Ja, Hydro-Gaddon gibt es sonst auch noch in Super Rare aus einer Legendary Collection, glaube ich. Auch wenn ich eben die Champion Pack-Variante bevorzuge, die sieht eben auch wesentlich schöner aus. Dann haben wir aus dem Champion Pack 7 den legendären Jujitsu-Meister. Auch in Super Rare, auch eine mega coole Karte. Der Effekt, den kenne ich gar nicht mehr, ein Monster, das gegen diese Karte in Verteidigungsposition kämpft und das Damage selbst auf das Deck seines Besitzers zurückgeht. Das ist auch cool. Das ist auch cool. Das heißt quasi, egal gegen welches Monster in der Verteidigungsposition kämpft, es wird zurückgelegt, wenn ich das richtig verstanden habe. Na, wie gesagt, ich bin kein Spieler, aber ich finde, die Karte sieht auf jeden Fall mega cool aus. Würde aber optisch jetzt eher Richtung GX gehen, würde ich sagen. Dann hier, momentan relativ sammlungsrelevant, zweimal den Sternstaubdrachen in Ultimate. Damit wäre der abgehakt, den haben wir dann fertig. Suchen jetzt wohl nur noch einen in Ultra Rare. Und einen Ghost Rare, richtig cool. Dann in die Leere, ebenfalls sammlungsrelevant. Jetzt brauchen wir auch nur noch eine in Ultimate. Deutsch Erstauflage, geht glaube ich 20 Euro oder was, sowas in der Richtung. Weiß gar nicht, wie viel ich jetzt da auf eBay bezahlt habe. Ich habe einfach geboten gehabt. Ah ne, genau, das habe ich so bei ihm bestellt gehabt, richtig. Dann das tausendäugige Opfer, Secret Rare aus der Master Collection. So sieht man sie doch relativ selten in Secret Rare, wenn dann aus DB oder aus DL oder so. Aber Secret sieht man sie eigentlich relativ selten. Auch wenn sie in Secret meistens in den Köpfen etabliert wurde. Warum auch immer, obwohl das ja gar nicht aus dem Originalset kommt. Dann haben wir hier eben die besagte aus DL1 in Super Rare. Auch eine mega coole Karte. Dann haben wir einen Gandora, Drache der Zerstörung, in Ultra Rare. Der Jump hatten wir letztens auch schon, das ist jetzt unser 2. Exemplar. Dann der Stein der Weißen Legende hatten wir gestern auch schon, glaube ich, als Playset. Haben wir jetzt hier auch nochmal. Auch eine coole Karte aus dem Duelist Pack. Ich dachte zuerst, ich krieg nie einen Super Rare. Ich habe die damals lange gesucht und habe sie nie gefunden. Dann heroischer Champion Gandiva. Den habe ich mir einfach geholt, weil er cool aussieht. Ein Topf der Gier aus der Legendary Collection. Unser 2. Exemplar mittlerweile. Dann haben wir hier den Pendelzauberer, der damals so viel wert war. Jetzt geht er nicht mehr so viel. Deswegen habe ich ihn jetzt endlich mal wieder geholt. Ich glaube, das ist unser 7. müsste das jetzt sein in Secret Rare. Und unser 3 Stück haben wir, glaube ich, in Super Rare oder so. Dann hier auch momentan sehr sammlungsrelevant. Einen Kampfausblender in Ultimate und einen hier in Secret Rare. Die Ultis müssten damit fertig sein. Ich glaube, in Secret brauchen wir noch einen. Dann unser erster Cyber-Enddrache in diesem Artwork in Secret Rare. Wir haben ihn ja in Super Rare und in Rare. Oder in Common, aber in Secret war das unser erster aus der Legendary Collection GX. Wobei ich das normale Artwork wesentlich schöner finde. Dann ein schwarzer Garten. Der ist eigentlich auch sammlungsrelevant, allerdings nur aus dem Original-Booster momentan in Super Rare. Die Secret Rare-Variante haben wir jetzt in unserem aktuellen 5D-Spinner noch nicht drin. Dann aus dem Turbo Pack 7 in Super Rare den X-Säbel Paschul. Mega cool. Auf jeden Fall das Schwert. Das Schwert sieht auch mal echt edel aus. Dann haben wir Alchemistische Magierin. Die habe ich einfach nur, weil sie einfach hübsch aussieht, genommen für 2 Euro oder was weiß ich, was das waren. Dann, ich bin mir gar nicht mehr sicher, ob ich dies gekauft hatte oder ob das auch Bonuskarten waren. Wir hatten hier einmal den Hero Blitz in Secret Rare, der ist noch für die GX-Sammlung wichtig. Oberseele war auch noch für die GX-Sammlung. Auch mega cool. Und das war's mit der Sendung. Wir hatten jetzt aber noch ein Bonuspäckchen bekommen von Erik. Und das machen wir jetzt mal auf. Ja, hier steht's, Bonus Julian. Das ist in diesen Hüllen und ich sehe halt vorne schon einen Gaia. Aber wir machen das jetzt mal wie bei Jack Hatmiss. Wir machen die Karten von hinten durch, sodass wir sie nicht sehen. So, in der ersten haben wir einen Hero Blitz wieder mal in Ultimate Rare für die Jack-Sammlung. Geile Sache. Mega cool.
Gehen wir uns mal hier oben hin. Einen erdgebundenen und sterblichen Wiraka Ruska, war das, glaube ich, wie das ausgesprochen wird. Einer hat das ja in die Kommentare geschrieben. Ich weiß nicht, ob ich mir jetzt richtig gemerkt habe. Zur Not lese ich es mir nochmal durch. Einen erdgebundenen und sterblichen Kusillu in Super Rare aus der Legendary Collection 5Ds. Ein haarheißes Herz in Secret Rare. Das ist wohl wieder für die Ding gedacht gewesen, für die GX Collection. Ach du Scheiße! Chaos Imperator Drache in Ultimate Rare. Alter Schwede. Guckt euch das an, Leute. Ich meine, okay, wir haben die Chaos Imperator Drachensammlung schon fertig, aber die ist in einem relativ guten Zustand. Sie ist exzellent. Seht ihr oben klein, aber die werde ich auf jeden Fall auf eBay stellen. Für einen 20er. Die verkauft sich zwischen 20 und 40 auf eBay. Mega cool. Und zu guter Letzt haben wir hier genau diesen Gaia. Der wird wohl in die Sammlung wandern, weil in Ultra habe ich den noch überhaupt nicht. Nur in Ultra Parallel, aber noch nicht in Ultra. Mega cool, Alter, danke dir. Also Erik, vielen, vielen Dank. Hier auch nochmal, Eriks eBay-Account ist unten in der Beschreibung verlinkt. Auch sein YouTube-Account, dort packt auch immer so Sammlungen, diverse Sammlungen aus. Ja genau, wie gesagt, er hat jetzt noch eine 1-Euro-Aktion, die läuft, glaube ich, bis Sonntag. Guckt auf seinen eBay-Account, da sind einige coole Karten, einfach für 1 Euro. Wenn ihr Glück habt, könnt ihr da wirklich auch Plus machen, könnt an schöne Karten wirklich günstig rankommen. Und so wie ich, also die Karten, die ich euch jetzt von der Sendung gezeigt habe, die waren wirklich nicht teuer. Ich habe die für ein gutes Geld bekommen. Und ja, ich würde sagen, das war's mit diesen Neuzugängen für diese Woche. Relativ episch gewesen, meiner Meinung nach. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mega-Opening oder bei den nächsten Neuzugängen, je nachdem, was zuerst kommt, wann ich was ranbekomme. Und ja, ich würde sagen, bis dahin macht's gut und haltet die Ohren steif.